Und da sind wir wieder zurück. Und ja, die Musik hier ist so schön. Wenn doch nur dieses Wasser nicht wäre. Ja, im letzten Part haben wir eigentlich, beziehungsweise habe ich ziemlich im Wasser versagt und sind aber schließlich dann doch hier an dem rettenden Ufer angekommen. Und jetzt müssen wir aber schon wieder ab ins Wasser. Ja. So. Ich hätte eigentlich mal die Zeit nutzen sollen, um die Steuerung unter Wasser ein bisschen besser auf die Beine zu kriegen. Aber gehen wir einfach mal nach da unten. Oh Moment, hier ist ein Blauer. Ein Blauer! Reden. Es war hier friedlich und ruhig und dann kam ein Mensch. Oh. Jetzt treiben riesige Fische hier Unwesen. Nicht mal sein Mittagsschläfchen kann man mehr halten. Oh, die Armen. Ich glaube, Zelda war hier, aber ich bin mir da nicht sicher. So, dann folgen wir dem. Die Steuerung. So. Ja. Machen wir hier mal so eine Schreckschraube. Und nochmal. Und dann sind wir jetzt hier. WTF. Oh, nicht dieser Fisch. Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Oh nein. Im Wasser müssen wir gegen so ein Vieh kämpfen. Ich mag nicht. Ich hab Angst. Ich hoffe, wir müssen einfach nur an dem vorbeischwimmen, weil wir haben ja unter Wasser eh nichts zum Kämpfen. So, haben wir denn hier noch was Besonderes? Wo ist der? Oh, ha! Was macht der Fisch denn? Faye, sag mal was. Ach, kann die gar nicht unter Wasser? Mann, Faye, bist du schlecht. So. Da war was zum. Nee. Ich dachte erst, da war was zum Wühlen, aber das ist ja nur Dingens hier. Jetzt sagt nicht, der Fisch muss das aufmachen. Wow! Hoffentlich hat er wenigstens die Tür aufgemacht. Nee, nicht mal das kann der. So, und zack. Whee! Ach ja, stimmt, wir haben ja noch die Schraube. Großartig, kein Zweifel. Du musst der Auserwählte der Göttin sein. Ja, ach. Erzähl mir mal was Neues. So. Mal gucken, ob wir die Tür dann auch damit aufkriegen. Ey, erst will ich ein Herz. Ich misch die Herzen. So, haha. Eine Luftblase noch. Und dann gucken wir uns erstmal noch. Scheiße. Hier oben wollte ich sagen. Endlich da. Egal, dann folgen wir dem einfach. Ich glaube nicht, dass es hier noch etwas gegeben hätte von Interesse. Gleich sind wir beim Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Ey, das könnte schmerzhaft enden. Ah. Also mit diesem Kopf möchte ich keine Bekanntschaft machen. Ein Dickschädel! Hier entlang. Alles klar, Chef. Wir kommen gleich. Ich gucke jetzt hier noch mal kurz. Einmal schnell hier unten. Okay, nichts. Rein ja nichts. Dann weiter. So. Moment. Eigentlich wollte ich einmal noch auf die Karte gucken, aber egal. Ui, schön. Mit Lichteffekten. Ich glaube, ich werde bekloppt hier. Wo ist jetzt der Drache? Oh, ein Bernstein-Halbmond. Den holen wir uns. Link, mach keine Faxen. Ja. So. Ich glaube, mittlerweile bin ich der Steuerung doch mächtig geworden. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht gerade alles Zufall ist. So. Ist das der Wasserdrache? Nee, oder? Was haben wir denn da? Mal gucken. Sodelay. Bist du der Wasserdrache? Was? Was muss ich da sehen? Ein Mensch.
An dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürften hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasser... Oha, voll das kleine Ding. Ich bin in der Tat der Wasserdrache. Phyron behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Ja, also deine Schuppe. Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt. Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So, der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Juhu! Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Genau die heilige Flamme. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Hat das kleine Ding nicht gesagt, dass es die roten Kerle waren? Naja. Ja, egal. Die meinten ja auch der Anführer. Egal. So. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen, aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich glaube, ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Nö. Ja doch, komm. Sind wir mal freundlich heute. Ne, Faye? Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nur mit der Aurasuche aufgespürt werden. Heiliges Wasser. Gebieter, du besitzt eine leere Flasche. Darin kannst du das Wasser transportieren. Jo, komm. Ja, folge diesem Weg in den Wald von Phyron. Nun beeile dich, ich warte nicht gern. Wie willst du überhaupt jemanden fressen, du kleines Vieh? Oder bist du nur so klein, weil du eine Wunde hast? Naja. Ja, Faye, ist ja gut, ich mache ja schon die Aurasuche. Lala. Der Weg, wer hätte das gedacht? So. Nun gucken wir mal, ob es hier unter Wasser noch irgendwas gibt. Lalalala. Oh ja, ein Bärenschnalbmond, den wir nicht holen werden. Weil den möchte ich nicht. Also ich könnte ihn natürlich locker kriegen, aber ich möchte nicht. So, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Dann gehen wir einfach mal da hinten hin. So. Zack. Komm, Link. Schneller. Und dann... Ey, Link. So. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Herz. Ja. Immer dieser Ladebalken hier. Oh, Schmetterlinge. Dann können wir hier mit der Gitarre spielen, wollte ich schon sagen. Mit der Lyra spielen. So. Du hast einen Himmelsfalter. Ich habe jetzt Angst, eigentlich alle Himmelsfalter zu fangen, die hier sind, weil dann habe ich Angst, dass die Lyra dann nicht mehr funktioniert. So, holen wir die mal raus. La. Weh, jetzt kommt hier wieder so ein Fratzenstein. Mein Gott, ein Fratzenstein. Der toll, ist das alles, was ihr mir gebt? Du hast eine Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht äußerst gefährlich aus. Zack. Aber die haben wir gebraucht, glaube ich. Die brauchen wir noch öfters. Komm her. Ha. Lalala. Dann reden wir mal mit dem Guten. Zeichnest du ein Symbol der Liebe an einer der mysteriösen Wände, wird es dir bestimmt besser gehen. Bitte was für Wände? Kannst du dich mal ein bisschen deutlicher ausdrücken? So, wo haben wir denn hier? Ist das das heilige Wasser? Nee. Das ist bestimmt der nächste Tempel. Wo wir dann bestimmt erst reinkommen, wenn der Wasserdrache sagt, hier, guck mal, ich mach den Wasserfall weg. Oder so ähnlich.
Lalala. Juhu. Sieht zwar sehr schön aus, bringt aber, glaube ich, relativ wenig. Tauchen wir hier mal runter. Da habe ich gerade 5 Rubine gesehen, die wir... Ah, Link. Ja, komm. Ich will die 5 Rubine gar nicht. Wer will schon 5 Rubine? Wer will die schon? Ich wollte die. Über die Steuerung. So, genug geheult. Ansonsten gibt's hier nichts, glaube ich. Hoffe ich. Und gehen wir weiter. Oh, da war ein... Toll. Da war ein Bernstein. Halbmond. Aber... ich weiß nicht, will ich den? Ja, den will ich. Den will ich nicht. So. Den möchte ich nicht haben. Komm, Link, wir gehen. Wir lassen diesen Ort hinter uns. Oh mein Gott. Schon 11 Minuten. Und es ist noch nichts Interessantes wirklich passiert, außer dass ich ja mal wieder die ganze Folge irgendein Mist von mir gegeben habe. Oh, eine Abkürzung, wie wunderbar. Jetzt kommt bestimmt Faye. Faye, it's your turn. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Fyrom befinden. Bitte bestätige dies mit Hilfe der Karte. Ja. Hä? Wo sind wir? Ich kenne diesen Ort nicht. Moment. Das ist der Baum. Das ist da. Ah, dann ist das hier. Ach, dann ist das hier, wo wir das erste Mal den Q gerettet haben. Danke, Phil. Zack. Wuhu. Abkürzung. Oh mein Gott. Und der hat das heilige Wasser. Nee, hat er nicht. In diese Richtung. Also laufen wir nach rechts. Weil ich glaube, das ist kürzer. Aber sicher bin ich mir da nicht wirklich. Lalalalalala. Das heilige Wasser kriegen wir bestimmt noch in der Folge, es sei denn, wir müssen dafür abnormal viel machen. So, nochmal gucken. Hä? Hey. Ah. Gut. Laufen wir einfach weiter. Lalalala. Einmal hier hoch, bitte. Zack. Und in welche Richtung? Aha. Na du Mockblin. Wie kann man die Mockblins oder so nennen? La, 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 la. Oh, hier. Hier geht's lang. Ey, hau da ab! Hilfe! Hilfe! So, wo jetzt? So weise er mir den Weg. Ah. Ah, okay. Dahinter. Die Biedel, Diedel, Diebel, Deidel, du. Und jetzt? Noch weiter. Hä? Jetzt bin ich... Hä? Ich bin verwirrt. Gibt's hier hinter einen Geheimgang? Nee. Dann irgendwie... Hä? Gucken wir jetzt nochmal. Ja. Da hoch müssen wir... Oh, das hättest du doch gleich sagen können. Ah. Oh. Eine Minute haben wir noch, das schaffen wir. So, komm, Link. Schwing den Arsch. Komm. Jetzt schwing doch mal. Und lass los. So. Wenn das hinten am Tempel ist, dann... So. Okay. Hier runter irgendwo. Dann laufen wir einmal schnell hier runter. Moment, haben wir... Ja, müssen wir... Nee. Moment. Ich will was gucken, Mann. Lasst mich mal. Wir haben noch gar keine Biene. Ich möchte eine Biene fangen. Eine Biene. Die möchte ich fangen. Komm mal her. Ha. Wir haben... 3 Dekobienen. Oh. Dann fangen wir hier noch ein bisschen. Heiter weiter. Und ich überziehe den Part dann ein klein wenig. So. La, 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 la. Aua. Aua, 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 aua. Ah.
Komm. So, jetzt haben wir alle. Jetzt machen wir die fertig. Ihr Schweine! Zack! Ha! Ey, wo kommt die denn eine Biene her? Biene, hau ab! Wir machen dich fertig. Hier. Puste, 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 puste. Ach komm jetzt. Ach, ich steche einfach. Ach, warum wussten die das nicht? So, weg mit dir. Aua! Ah. Hilfe. So, Kecher und. Ich glaube, so einen kaufe ich mir auch für zu Hause. Lüde. Oh. Moment. Hier, ich möchte noch eine Honigwabe. Zack. Oh. Hä? Krass, damit kann ich den Gegnern bestimmt voll Angst machen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Cool. Oh, da waren noch welche drin. So. Dann haben wir eine Bienenlarve. Container. So. Auf jeden Fall, Leute, hier beende ich erstmal den Part. Wir haben zwar nicht das heilige Wasser gefunden, aber dafür viele kleine Dekobienen gefangen. Und während ich den hier... Wie hängst du denn da? Während ich den hier gerade noch fertig mache, verabschiede ich mich von euch. Und ja, im nächsten Part holen wir dann das heilige Wasser. Also, ciao!